Wie ist Günther die Riesenschnecke eigentlich nach Berlin in die Late-Night-Show gekommen? Denn so schnell ist er ja nicht. Na klar, Günther wurde getragen. Hinter jedem Snellfluencer steckt natürlich ein starker Schneckenkenn. Und auch am Bahnhof war Günther natürlich die Attraktion, man weiß es. Da oben eingeklemmt zwischen Koffern, dass er nicht runterfallen kann. Natürlich richtige Luftfeuchtigkeit, richtige Temperatur mit einem Heatpack vorhanden. Und wir waren einfach in 4 Stunden von München nach Berlin. Somit ist Günther nicht nur die größte, sondern auch die schnellste Schnecke. Danach in unser Hotel, natürlich auf Late Night Berlins Nacken. Und da haben wir Günther in das Bad getan, denn da war natürlich eine sehr gute Luftfeuchtigkeit und Wärme und da konnte er sich richtig ausruhen.